Dann fangen wir an. Ich mache am Anfang immer so eine Vorlesungsübersicht hier, also drei Kapitel heute. Erstmal machen wir so eine Einführung, Übersicht über die Kryptographie. Da machen wir die Grundlagen der symmetrischen Kryptographie, was immer das ist. Das ist so, wenn man so die Standard-Kryptographie führe ich hier ein, wie wir uns das vorstellen. Und ganz am Ende machen wir auch direkt das erste Verschlüsselungsverfahren. Ne? Schickes Wort für Verschlüsselungsverfahren ist Chiffre, das ist das Gleiche. Da führen wir direkt eine einfache Chiffre ein. Okay. Erstes Kapitel für heute ist Übersicht über die Kryptographie. Womit fangen wir an? Genau, ich frage Sie mal. So, wo taucht denn Kryptographie so in Ihrem Alltagsleben auf? Oder wer hat schon mal, wo glauben Sie, ist Kryptographie heutzutage drin? Ich höre, ja. Ist super. Nicht mal E-Banking, ja? E-Banking, ja? Beim Surfen? Internetsurfen. Ja. Genau. HTTPS, hat der Kommilitone gesagt, und das sage ich jede Stunde, dass dieses Vorhängeschloss, das im Webbrowser angeht, das ist ein super Beispiel für moderne Kryptographie, weil da laufen einen ganzen Sack von so Verschlüsselungsverfahren und die machen wir alle in den nächsten zwei Semestern. Ja. Sie? Ja? WhatsApp, End-zu-End-Verschlüsselung, ne? WhatsApp, super. Genau, ja. E-Mail-Verschlüsselung, ja. Die meisten sind ja leider unverschlüsselt, aber eigentlich sollte man ja ganz viel E-Mail-Verschlüsselung machen, genau. Ich höre, wer hat noch eine Meldung? Weitere Vorschläge, ganz hinten, ja. Mobilfunk ist gut. Ja, ich höre, ja. WLAN ist auch super. Das kennt ja jeder, ne? WLAN-Schlüssel von Hand eintragen. Ne? Ja. Ja. Im Auto tritt das auf. Ne? Wo denn im Auto? Haben Sie da? Genau, Autoschlüssel ist eine super Sache. Ja, ja, ja. Ja, ja das ist, ja, ja. Das gehört hier, ne? Gehört hier mit meistens dabei, aber nicht immer. Zertifikat ist aber ein guter Punkt. Machen wir in der letzten Vorlesungswoche im Juli. Dann sprechen Sie mich nochmal drauf an. Genau, ja. Sie. Mensa-Karte, die wir geknackt haben, mein Lehrstuhl. Ja, genau, da sind wir besonders stolz drauf. Genau. Die Anekdote ist, dass der Chef der Mensa des AK Fürstens das nicht geglaubt hat. Und er sagt, der Herr Paar, zeigen Sie es erstmal, Sie können eine Woche, wenn Sie es wirklich knacken können, umsonst essen mit Ihrer geknackten Karte. Und das haben wir da gemacht, da war immer der ganze Lehrstuhl, da haben wir irgendwie ein paar hundert Euro in einer Woche, waren alle ein, zwei Pfund zugenommen. Ja? Ausweise, sagen Sie? Ja. Ausweise, großes Thema, Versicherungskarte. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einen Personalausweis hat, ne? War eine rhetorische Frage. Der ist ja maschinenlesbar. Ne? Da ist ein kleiner Chip drin, den sieht man nicht. Der wird über so ein Magnetfeld mit Strom versorgt und mit dem kommuniziert man wie so eine Trafokopplung. Ne? Der Chip, der hat eine Hauptfunktion, nämlich extrem anspruchsvolle Krypto zu machen. Sie können ja mit dem, Sie können ja nicht Streaming-Video, ne? Sie können ja kein YouTube-Video hier drauf gucken oder der macht kein MP3-Decoding. Ich sage, das ist ja eigentlich nur so ein Sicherheitstoken. Das heißt, der Chip, der da drauf ist, der hat fast nur Krypto-Funktionalität drauf. Das ist eine ganz interessante Sache. Der Weltmarktführer ist NXP, eben als Philips-Halbleiter, mit denen machen wir auch viel zusammen. Genau. Noch eine andere Sache, dann genau. Ja. Nee, der Herr mit dem, genau Sie. Ja. Wie? Habe ich immer auf meinen Folien, schreibe ich mal auf, ja genau. Da sage ich jetzt noch was zu, genau.
die ganz viele medizinische Implantate, das heißt also Medizingeräte, die in den Körper eingebaut werden, ja, auf dem OP-Tisch. Mit denen kann man so Software-Updates machen. Sie wollen nicht jedes Mal eine OP machen, wenn Sie Software-Update haben. Over-the-Air, da gibt es so eine Bluetooth-ähnliche Schnittstelle zu. Und das ist ein großes Thema, kann man sich in diese Geräte reinhacken. Und im Moment ist so ein bisschen die Sache, die haben ganz wenig Krypto drin. Die sollten natürlich alle Krypto drin haben, die haben das so wenig. Das ist eine von vielen Sachen, die jetzt kommt. So, ich will jetzt mal aufhören. Wir könnten wahrscheinlich noch die anderen 55 Minuten damit verbringen. Was man eben sieht hier, und das war auch also super Input, der hier von Ihnen kam, als ich das vor 5 Jahren gemacht habe, da waren unheimlich viel diese Standardthemen, Internet, E-Mail, bla 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 bla. Was man jetzt sieht, ist ja doch relativ divers. Klar, wir haben hier immer dieses Klassische, was man so mit IT, Informationstechnologie, verbindet, Internet. Ne? WhatsApp ist ja schon eher Smartphone, ist ja auch, sagen wir mal, vielleicht jetzt schon so eine andere Qualität. E-Banking ist sicher auch noch klassisches Internet, E-Mail auch. Was man dann aber sieht, eigentlich eine ganze Menge Anwendungen, bei denen man erstmal gar nicht ans Internet denkt. Sowas wie Autoschlüssel hier zum Beispiel, ne? Oder Mensakarte, Ausweise. Ne? Das heißt, es gibt unheimlich viele Geräte, sagt man ja, kann man ja fast sagen, Herzschrittmacher, wo man erstmal auch gar nicht so klar ist, haben die überhaupt irgendwas mit Digitaltechnik, Computer, irgendwas zu tun. Ne? Aber Sie sehen, so wie Herzschrittmacher, ne? Denkt jetzt keiner daran, das hat irgendwas mit meinem Studium zu tun, können Sie heute Nachmittag der Freundin, dem Freund berichten. Ne? Herr Paar hat gesagt, mein Studiengang hat was mit Herzschrittmacher zu tun. Ne? Das heißt, Sie merken, sehr viele Alltagsgeräte, Schlüssel, Handy, die haben irgendeinen Bezug zur Kryptographie. Und deswegen ist Kryptographie dieses riesige Thema. Deswegen steht wir oder Sie jetzt auch, unser Fachgebiet, Cybersecurity, hier gibt es ja 1000 Namen für IT-Sicherheit, ständig in der Presse, weil dieses Thema Datensicherheit, Kryptographie diese ganze Sache hier durchzieht. Ich will jetzt noch eine Sache sagen und die ist gar nicht so unwichtig, nämlich wie sieht das aus? Wir studieren die IT-Sicherheit und wir studieren nicht Kryptographie. Es gibt also aber Vorlesungen. Es gibt Einführung Krypto 1, Einführung Krypto 2, dann gibt es vom Professor May Kryptographie und im Masterstudien gibt es nochmal einen ganzen, nicht einen Sack, aber eine ganze Reihe weiterer Vorlesungen, die irgendwas mit Krypto im Titel haben. Ne? Und lange, also ich sag mal so 70er, 80er Jahre, da gab es so ein bisschen diese vorherrschende Meinung, IT-Sicherheit und Kryptographie wäre das Gleiche. Dem ist aber nicht so. Okay. Und es gibt so eine Gegenbewegung, die sagen, ja, Kryptographie ist nur so ein unwichtiger Teil. Und die Wahrheit, wie oft, liegt so in der Mitte. Wie man sich das gut vorstellen kann, also wenn ich mir IT-Sicherheit vorsage, dann meine ich eine Anwendung, sowas wie sicheres Chatten, ne, in WhatsApp. Das ist ja das, was Sie machen wollen. Sie wollen eine Chat-App, eine Instant Messenger, sowas wie WhatsApp schreiben, das sicher ist, genau. Und wie hat dieses WhatsApp, was hat das jetzt mit Kryptographie zu tun? Man kann sich das so vorstellen, dass diese ganzen Anwendungen, sowas wie WhatsApp oder wir wollen sicher telefonieren, das sind ihre Anwendungen, das kann man sich vorstellen, das ist sowas wie ein Auto. Ja? Das ist ihre Sicherheitsanwendung. Ja? Und welche Rolle spielt jetzt die Krypto innerhalb von so einem WhatsApp, einem sicheren Chat oder innerhalb sicheren E-Banking? Ne? Die Kryptographie ist der Motor. Okay? Also die Kryptographie, die treibt diese ganzen Sicherheitswendungen an. Also für WhatsApp, sicheres Chatten, ja, da muss irgendwann mit AES 256-Bit verschlüsselt werden. Den machen wir in 7 Wochen oder 6 Wochen, glaube ich. Das ist aber nicht die ganze Sache. Da gibt es ganz viel Software drumherum, da gibt es ganz viele andere Fragestellungen von der Benutzerfreundlichkeit. Also da gibt es auch so einen menschlichen Aspekt zu. Über Protokolle, wie lege ich die Schlüssel sicher ab und. Das sind alles Themen, die sind nicht diese kryptografischen Algorithmen. Aber am Ende des Tages, ja, da muss den Chat, ne, ich komme später zum Abendessen, der muss irgendwie verschlüsselt werden. Und da sind die Kryptoalgorithmen aktiv. Und das ist sowas wie der Motor vom Auto. Ne? Man kann sich auch so vorstellen, es ist unheimlich schwer, praktisch diese ganzen modernen Anwendungen, die haben alle Krypto drin, ne, die haben alle einen Motor drin, genau wie ein Auto. Aber nur mit einem Motor ein Auto bauen geht auch nicht. Ne? Da haben Sie irgendwie so einen Vierzylindermotor sehen und dann fahren Sie mal nach München, ne, oder nach Holland zum Wochenende. Nur mit dem Motor geht das auch nicht. So muss man sich das vorstellen. Gut. Jetzt gucken wir uns mal, der Titel ist ja Überblick über die Kryptologie. Das war so ein bisschen so Real World. Ne? Was habe ich in meinem Alltagsleben mit Krypto zu tun, um das ein bisschen zu motivieren? Was wir jetzt angucken, ist so ein bisschen eine Klassifizierung der Kryptographie. Was man dann findet, ist, dass der Überbegriff
unseres Fachgebiets oder jetzt der Vorlesung ist gar nicht Kryptographie, sondern Kryptologie. Und die Kryptologie zerfällt in zwei Unterabteilungen, nämlich genau die Kryptographie selber, die wir hier aus heute anfangen mit Ihnen, ne? Motor vom Auto ist das sozusagen, ne? Die treibende Kraft hinter Sicherheitsanwendung. Und dann gibt es noch mal, was sich so ein bisschen so ähnlich anhört, die Kryptanalyse. Okay. So, und da müssen wir jetzt drüber reden. Jetzt kommen wir eigentlich in eine ganz interessante Diskussion, die führen wir gleich noch weiter. Ich frage erstmal die einfachere Frage. Weiß einer, was die Kryptanalyse ist? Was macht ein Kryptanalytiker? So. Der versucht, Kryptographie zu knacken. Das ist alles, was wir brauchen. Super knappe Antwort. Der probiert, das zu knacken. Und was machen die Kryptografen? Ne? Die probieren irgendwie Sicherheit, Kryptoverfahren zu bauen. Das heißt, die sind in so einem, sind die Opponenten, das sind Gegner, die probieren das irgendwie auszuhebeln. Ne? Als ich das erste Mal gesehen habe, vor 22 Jahren, als ich meine erste Vorlesung vorbereitet habe, ne, auf Kästchenpapier, sowas hier, ne, dachte ich, wieso steht das da? Ne? Man denkt, das wäre doch was, NSA, Nachrichtendienste, russische Hacker oder irgendwie organisierte Kriminalität. Das kann doch nicht sein, dass ich als Professor das hier an die Tafel dran schreibe als Fachgebiet. Das wäre so, wenn ich irgendwie eine Vorlesung über Automobiltechnik halte und was über Autoknacken erzähle, wissen Sie, was ich meine? Oder über, ja, weiß ich nicht. So, jetzt ist aber die Frage, wieso ist die Frage nicht so ganz einfach zu beantworten, wieso ist diese Annahme falsch? Wieso ist diese Kryptanalyse für die Kryptographie wichtig? Weiß das einer? Ganz hinten, ja. Genau, ja, Sie? Genau. Wir reden gleich noch mehr drüber, aber so die kurze Antwort ist, wenn Sie sagen, ITS-Studium ist doof und ich mache Germanistik ab nächste Woche, ist das gut. Aber wenn Sie im Studiengang bleiben, müssen Sie sich das merken, was ich jetzt sage, nämlich dieses Zusammenspiel, was die Kommilitonen gerade gesagt hat. Man braucht die Kryptanalyse, um sicherzustellen, dass die Kryptographie sicher ist. Das ist was Einmaliges, das Einmalige im technischen Bereich, das haben Sie in keinem anderen System. Wenn Sie irgendwie schnell einen MP3-Decoder für ein Smartphone machen wollen, mit dem Sie schnell Streaming-Video gucken wollen, da haben Sie keinen Gegenspieler. Aber diese Rolle des Gegenspielers, das spielt eine ganz zentrale Rolle in der Kryptographie. Die gibt es nur in der Kryptographie. Da sage ich nachher noch mehr von. Und Sie brauchen diese Kryptanalyse, um die Kryptographie selber sicher zu machen. Der eben hat es im Auto knacken gemacht. Wo ein besseres Beispiel ist, wir haben drei Kinder, ne, sind jetzt auch schon zwar was älter. Bei uns, wir wohnen in Köln, da werden ständig Fahrräder geklaut. Also ich beschäftige mich unheimlich viel mit dem Thema, was sind gute Fahrradschlösser. Ne? Wenn Sie in einem großen Fahrradladen stehen, da haben Sie 18 Schlösser zur Auswahl. Ne? Welches soll ich nehmen? Ne? Das Abus für 88 Euro oder irgendwie ein China-Modell für 19 Euro? Die sehen erstmal alle gut aus. Richtig wissen, wie gut die Schlösser sind, wenn man die probiert zu knacken. Und dann machen dann so Leute wie Stiftung Warentest zum Beispiel. So müssen Sie sich das vorstellen. Wie kann ich die Funktionsweise von einem Fahrradschloss ist hauptsächlich sicher zu sein für uns. Wie kann ich das beurteilen? Und das ist so ähnlich. Wenn Sie ein Fahrradschloss haben, brauchen Sie eigentlich einen Gegenspieler. Und das kann eben Stiftung Warentest sein, die guckt, wie gut ist der Stahl, wie gut komme ich da mit dem Bolzenschneider durch und so weiter. Okay, so. Zur Kryptographie selber, die zerfällt in drei Bereiche. Das ist dann die symmetrische Kryptographie. Die symmetrische Kryptographie und überraschenderweise gibt es dann auch die asymmetrische. Und dann gibt es den dritten Block. Protokolle und manchmal werden die Sachen Schemata genannt. Das ist, wie kann man sich das? Das sind wirklich diese Grundchiffren, so was Sie und ich vielleicht auch denken, was Kryptographie ist, ein Verschlüsselungsverfahren.
Und hier geht man so eine Stufe höher. Hier baut man dann zum Beispiel HTTPS auf, dieses Vorhängeschloss im Webbrowser. Also eine ganze, geht so in Richtung Sicherheitsanwendung. Das ist so die Sichtweise auf die moderne Kryptographie. Schemata ist sowas dazwischen, das sagt Ihnen jetzt im Moment nichts, brauchst du nicht zu stören. Das ist sowas wie digitale Signatur zum Beispiel. Das ist nicht unbedingt so ein Kernalgorithmus, sondern schon eine Stufe höher. Wir machen da ein bisschen was Komplexeres mit. Sie kriegen in den nächsten zwei Semestern ganz oft Beispiele dafür. Diese Einteilung, die ist so ein bisschen auch historisch gewachsen. Hier ist die Zeitachse. Das ist ungefähr die Zeitschiene für Einführung Krypto 1 und 2, unsere beiden Vorlesungen. Ne? Heute, ja. Okay. Und ganz grob ist das auch ein Drittel der Vorlesungen. Also hier brauchen wir ungefähr bis Weihnachten oder, glaube ich, noch die ersten ein, zwei Januarwochen bis hierhin. Dann machen wir dieses große Fass asymmetrische Kryptographie auf, das auch relativ mathelastig ist. Also wenn Sie Mathe gehasst haben, ist hier ein guter Zeitpunkt, das Studium abzubrechen. Ich mache Witze, na genau, Sie bleiben alle dabei. So. Und dann die letzten, insgesamt haben wir zwei Semester, also rechnerisch 28 Wochen. Und die letzten 6, 7, 8 Wochen oder so machen wir halt nicht immer nochmal ein neues Verschlüsselungsverfahren, sondern wir gucken uns die Verschlüsselungsverfahren an, die wir die letzten 1,5 Semester gemacht haben und probieren dann so ein bisschen komplexere Sachen draus zu bauen. Okay? Das ist also ungefähr der Ablauf der Vorlesung. Und das war jetzt Ende vom ersten Kapitel für heute. So, und jetzt gucken wir uns erstmal die Grundlagen der symmetrischen Kryptographie an. Warum? Weil wir da hier links mit symmetrischer Kryptographie anfangen. Das ist auch die älteste und so die intuitivste. Das ist, wenn man sagt, was ist Krypto? Rate mal, ne? Dann werden wahrscheinlich ganz viele hier im Raum werden das sagen, was wir jetzt im zweiten Kapitel anschneiden. Grundlagen der symmetrischen Kryptographie, das kürze ich hier mal ab. Ich muss einmal kurz fragen, und das ist jetzt absolut nicht falsch verstehen, aber das, weil ich ja in Deutsch unterrichte und schreibe. Wer von Ihnen ist nicht deutscher Muttersprachler? Damit ich mal so ungefähr ziemlich viele, alles klar. Gut. Ich probiere ordentlich zu schreiben und deutlich zu sprechen, genau. So. Wir machen jetzt mal so. So die Ausgangssituation oder Ausgang, ich nenne das mal klassische. Die klassische Man kann mit Krypto ganz viel machen. Wir machen aber erstmal, wo alle, was man so am besten versteht. Und zwar haben wir zwei Parteien, ne? Und die heißen aus historischen Gründen, weil es ein ganz berühmtes Krypto-Paper war, da wurden die Alice und Bob genannt und das hat sich total eingebürgert. Das sind also die Standardnamen für die beiden Akteure, beide Parteien, die irgendwas miteinander machen wollen. Das meine ich mit klassisch, wovon redet der Paar, ist, wir wollen miteinander reden, kommunizieren. Ja? Warum ist das klassisch? Das hätte ich eben fragen sollen. Wo glauben Sie, war denn die frühen Anwendungen der Kryptographie? Julius Caesar, wollte der, oben ist ja die Liste, wollte der sicheres WLAN machen? Nein. Was wollte der machen? Wollte der eine digitale Signatur erstellen und nicht Zurückweisbarkeit? Nee, sondern der wollte ganz banal, was würden Sie raten, ja? Der wollte seine Briefe verschlüsseln, er wollte verschlüsseln, also geheim halten. Und das meine ich mit der klassischen Ausgangssituation, wir wollen was geheim halten. Es gibt ganz viele andere Sachen. Ich habe mal ein einfaches Beispiel, auch beim E-Banking ganz wichtig. Ganz wichtig ist, sehr oft ist gar nicht so wichtig, zu verstecken, was man kommuniziert. Zum Beispiel, ich sage mal ganz einfach, wenn ich bei Amazon was kaufe, da ist es mir als Kunde gar nicht so wichtig, ob Leute jetzt Nachrichtendienste oder Hacker sehen, ob ich mir dann ein Buch bei Amazon kaufe, ne? Was mir viel wichtiger ist zum Beispiel, dass Leute nicht den Betrag verändern. Also wenn ich für 9,99 ein Buch kaufe, dass da einer nicht 59 Euro drauf macht.
Das kann man mit der Kryptographie auch, so Integritätsschutz heißt das, also dafür sorgen, dass nichts verändert wird oder dass Briefe nicht verändert werden. Im Moment machen wir aber Geheimhaltung, weil das intuitiver ist. So, wie kommunizieren die? Fast immer heute über sogenannte offene Kanäle, so was wie das Internet, da hat jeder Zugang drauf. Das gehört ja nicht mir oder Klassenkameraden aus Dortmund, aus Gelsenkirchen oder aus München eine E-Mail schicken, dann gehört ihnen ja nicht das Internet. Wir nehmen ja das offene Internet, da kommen alle Leute dran. Und diese Offenheit ist halt unheimlich gut, ne? Ist eine tolle Sache eben, dass da jeder zugreifen kann. Deswegen ist Internetzugang so billig geworden. Bedeutet aber umgekehrt auch, wir haben jetzt zwar einen Übertragungskanal, der ist aber unsicher. Offene Kanäle heißt unsicherer Kanal. Wovon redet der Herr Paar? Kanal ist das Übertragungsmedium. Wir sind jetzt hier Uni, ne? Dann nennen wir das Kanal. Okay? Ein anderes gutes Beispiel ist WLAN oder hier, da reden wir öfters drüber, ist Handy, den Mobilfunk, da wird, wenn ich hier reinspreche, wird das auf dem Weg bis zur nächsten Basisstation, die irgendwo hier am Campus hängt, wird das ja in der Luft verschlüsselt. Ne? Das ist eben, die Luft ist dann wirklich auch der Übertragungskanal. Ne? Der ist eben auch, wenn ich erstmal mit dem Handy normal spreche, unverschlüsselt, ist der natürlich unsicher, weil jeder da mithören kann. So, und jetzt meine Bitte, schreiben Sie mal die nächsten 2 Minuten nicht mit, weil ich gleich was auswische. So. Und die Notation, die wir uns überlegen, wir nennen die Nachricht, die Alice verschicken soll, ne, möchte, stellen sich vor, eine E-Mail mit X und Bob soll die kriegen. Ne. Und das Internet geht super, ne, super schnell, super billig, bla bla bla. Dadurch, dass das ein offener und unsicherer Kanal ist, haben wir das Problem, dass der Gegenspieler, ne, eben hatten wir schon mal Kryptanalyse gesagt, dass im Gegenspieler spielt eine große Rolle. Der wird in der Literatur oft Oscar genannt. Ich schreibe den im Deutschen mit K, der wird sonst meistens mit C geschrieben, Oscar. Hat das große Problem, wenn Alice Bob eine vermeintlich geheime, vertrauliche Nachricht senden will, kriegt Oscar die auch. Der muss sich nur irgendwie in diese Internetknoten reinhacken, ne, oder die großen Geheimdienste haben da sowieso oft Zugang zu und kann das mitlesen. Und das ist irgendwie keine schöne Situation. So, was machen wir? Wir nehmen Kryptographie, ne? Wie? Genau, Eves ist Eavesdropper, genau, der Lauscher, genau, wenn man das nur Lauscher nennt, nennt man den schon mal Eve, ne, genau, ich habe erstmal das generische Oscar, aber Eve gibt's. Was? Ja. Das, genau, da gibt es je nach Kryptoverfahren, für die gibt es noch eine ganze Reihe anderer Namen und wir haben uns hier mal darauf gar nicht so. Und jetzt aufpassen, so was machen wir, machen jetzt Krypto hier. Ne? Und zwar wird hier verschlüsselt, das heißt auf dem Englischen Encryption, deswegen wird das mit E bezeichnet. Ja? Und das ist irgendwie eine mathematische Formel und die macht aus dieser schönen E-Mail irgendwie eine zufällig aussehende Buchstabenzeichenfolge hier. Und das nennen wir Chiffrat, das bezeichnen wir mit Y hier, das zieht sich durch, genau. Hat jetzt genau den gewünschten Effekt, dass Oscar nicht mehr unsere schöne Nachricht sieht, sondern der kriegt nur diese verschlüsselte Version eben, wie das Y. Ne? Problem für Oscar ist, da kommt erstmal Y an. Das sieht aus wie so zufällige Bytes, zufällige Zeichen. Ne? Das heißt, Bob muss natürlich hier auf der Empfängerseite wieder dechiffrieren. Da wird, Gott sei Dank ist da das Wort das gleiche, wird mit D bezeichnet. Okay, so, soweit, so gut. So, jetzt müssen wir eine kleine Diskussion drüber führen. Nämlich, wie wir mit diesen Verschlüsselungsverfahren umgehen. Sag ich mal vereinfacht, die Vorlesung hat mit E und D zu tun. Das machen wir jetzt hier. Das machen wir 28 Wochen lang zusammen. Ja? So ein Verschlüsselungs-, ne, Verschlüsselung und Entschlüsselung diskutieren. Oft sind die gleich, nicht immer genau. Und da gibt es eben sehr viel darüber zu sagen, ist im Wesentlichen ist das Ihr Studiengang, was hier steht. Ich vereinfache ein bisschen. So, und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Also jetzt einfach Bauchgefühl. Ne? Wir brauchen hier irgendwie eine Formel, ne? So ein algorithmus-schicke Wort, so eine Formel, die aus einem Klartext hier, ne? aus Zahlen irgendwie eine andere Zahl macht, irgendwie das verwurfelt. Und hier eine, die das umgänglich macht, dieses E und D, sollen wir das jedem bekannt machen, sollen wir es auf unserer Webseite schreiben oder nicht? Oder sollen wir die geheim halten, wie wir genau diese Verschlüsselung machen? Was ist Ihr Bauchgefühl? Ich höre, ja?
Irgendeiner sagt, ja. Sie springen, sind gut, genau, aber kann mir irgendeiner mal eine falsche Antwort geben, der sagt, natürlich, mein Bauchgefühl ist geheim halten, ja? Ja, da kommen wir gleich zu, genau. Ja. Ich befürchte immer, dass die Leute, die sich mit der Krypto schon ein bisschen auskennen, melden. Also meine erste Intuition, ich muss sagen, als ich die ersten 10 Jahre Krypto unterrichtet habe, so 90er Jahre bis Anfang der Jahrtausendwende, da haben fast alle gesagt, wenn ich so, ich probiere ja immer so suggestiv zu fragen, natürlich geheim halten. Ist das zumindest, glauben Sie mir, dass das eine Intuition sein kann, dass man sagt, natürlich, ich will das Ding geheim halten, wie ich verschlüssel und entschlüssele hier, sonst könnte das ja jeder machen, das ist ein Gefühl. Und dieser Logik, die ist jetzt nicht irgendwie, die ich mir ausgedacht habe, ist die frühe Kryptographie gibt es seit im alten Ägypten, also 2000 vor Christus, also seit ungefähr 4000 Jahren gibt es Kryptographie. Und bis in praktisch die 70er Jahre, zum Teil bis heute, ist das falsch gemacht worden. Da war immer die Annahme, natürlich ist es besser, den und den Algorithmus geheim zu halten. Das ist so, wie der Mensch tickt. Genau. Jetzt waren aber kluge Leute hier im Raum, Kommilitonen von Ihnen, die haben gesagt, nee, müssen wir offenlegen, genau. Und jetzt ist die, ich glaube, Sie oben hatten das gesagt, genau. Warum, frage ich vielleicht nochmal, warum macht es Sinn, dass, ich meine, hier können wir sich drüber streiten, die Verschlüsselung ist gar nicht so kritisch, aber gerade die Dechiffrierung, wieso sollten wir die denn offenlegen? Die kriegt Oskar dann ja mit. Und was ist das Gegenargument? Ja. Genau. Und zwar das Problem ist, das grundlegende, und das ist ein riesiges Problem, ist ein großes Problem, wir können aber inzwischen damit umgehen, wir haben das gelernt die letzten 40 Jahre. Was ist die Hauptanforderung in der Kryptographie? Dass es sicher ist, genau wie ein Fahrradschloss, sollte unknackbar sein. Ne? Dann ist die Frage, wie weise ich das nach? Und so mal vereinfacht gesagt, haben wir keine gescheite Methode, um ein Kryptoverfahren zu entwickeln, also hier so ein E oder ein D zu entwickeln, weil wir wirklich nachweisen können von der Konstruktion, das ist unknackbar. Was wir stattdessen machen, ist ein total pragmatischer Ansatz. Wir entwickeln Verschlüsselungsverfahren mit passendem D dazu, Ver- und Entschlüsselung, veröffentlichen das und hoffen, dass es Leute nicht geknackt kriegen. Das ist die Analogie Fahrradschloss. Ich veröffentliche das, also kann jeder im Geschäft kaufen. Und möglichst gute Mechaniker mit großen Bolzenschneidern und Akkuflex und was es alles gibt, probieren, das Bügelschloss zu knacken. Und wenn die es nicht geknackt kriegen, ist es ein gutes Bügelschloss, ne, oder ein gutes Fallschloss, was auch immer. Und wenn es nicht geknackt werden, ist es eine schwache Sache. Genau. Und gegen diese Annahme wurde über Jahrtausende widersprochen. Ne? Wer kennt die ganze Enigma-Geschichte? Deutschland, Zweiter Weltkrieg, Enigma-U-Boot-Krieg. Wer hat davon schon mal gehört? Alle anderen Wikipedia nachlesen heute Nachmittag. Okay, das war die taktische Verschlüsselungsmaschine. Sah aus wie so eine alte Schreibmaschine im Zweiten Weltkrieg. Und das war genauso ein Problem. Die wurde intern von den Deutschen entworfen. Die ist geknackt worden. Da gab es starke Indikationen, ne, dass die Engländer und die Amerikaner, insbesondere den U-Boot-Verkehr mitlesen konnten. Die Deutschen waren so davon überzeugt, dass die sicher war, weil die kannte ja gar keiner, wie das richtig lief und so. Und das Ding ist unknackbar. Die wären weitergekommen, wenn die Enigma damals offengelegt hätten und irgendwie einen Preis von 10.000 Reichsmark ausgelobt. So macht man das heute für jeden, der das Ding knackt. Ne? Und das ist eben heute State of the Art. Die werden offengelegt. Man hofft sogar, dass Leute probieren, die zu knacken. Natürlich mit dem Sternchen dran, der Fußnote und damit nicht durchkommen. Das ist genau wie ein gutes Fahrradschloss. Sie hoffen, dass Leute probieren, das Ding zu knacken, aber dann mit ihren Stahlsägen und Bolzenschneider nicht weiterkommen. Ne? Also deswegen State of the Art, das Ding offenlegen. Und das habe ich, dem folgt die Community. Ne? Da gibt es jetzt hier zum Beispiel mein Buch oder Wikipedia. Da kann man die ganzen Verschlüsselungsverfahren durchlesen. Ne? Das sind 13 Kapitel, das ist so vereinfacht gesagt, 13 verschiedene Verschlüsselungsverfahren hier. Aber da müsste man jetzt natürlich sagen, ist auch noch eine interessante Diskussion,
Wenn dem so ist, dann kann ich hier einfach auf Wikipedia nachgucken, wie dieses D, wie dieses Entschlüsselungsverfahren läuft, die Dechiffrierung. Und dann könnte Oskar das ja auch machen. Dann könnte Oskar sich ja D hier reinsetzen und da kriegt er X raus. Sie wissen, was ich meine. Ne? Und das ist ja gerade die Intuition, deswegen ist das vom Bauchgefühl, ich lasse das geheim. Ne? So, und wie komme ich aus der Chose raus? Wie verhindere ich, damit das Oskar hier nicht dechiffrieren kann? Was fehlt in dem Bildchen noch? Ja. Genau. Das ist State of the Art. Sie machen halt nicht E und D nur, sondern sie sagen, der ganze Algorithmus, das Verfahren selber ist öffentlich bekannt, aber es gibt so einen Eingangsparameter, ne? Ein Input, ein Koeffizient, wie immer Sie es nennen wollen. Und das ist der Schlüssel, aus dem Englischen K genannt. Der geht hier rein. Okay. Das heißt, die Dinger funktionieren nur gescheit, wenn der Angreifer K kennt und Oskar kennt K nicht. Das ist die Annahme. Okay. Schreibe ich gleich nochmal auf hin. Also wir müssen heute Kryptosysteme so auslegen, dass alles bekannt ist. Also E ist bekannt, D ist bekannt, in der Praxis noch die Protokolle, wie genau die kommunizieren, bis auf den Schlüssel. Und das Ding soll sicher sein. Also alle, ganze mathematische Beschreibung von der Ver- und Entschlüsselung ist bekannt. Kann Oskar, ne, aus meinem Buch holen, aus Wikipedia, was auch immer, bekommt er die Informationen. Der soll aber trotzdem nicht in der Lage sein zu dechiffrieren, weil er K nicht hat. Okay? Soweit, so gut. Oder schreibe ich das erstmal auf? Ne, schreibe ich, glaube ich, auf. Und zwar, und diese Grundannahme hat einen ganz berühmten Namen, die ist erst postuliert worden im Ende des 19. Jahrhunderts, 1880 rum. Wie gesagt, da gab es schon 4000 Jahre Kryptographie. Ne? Von Kerckhoffs hieß der, das war ein Holländer. Der heißt Kerckhoffs, der hat schon ein Ende drin, ne? Das ist das Kerckhoffsche Prinzip, was besagt, der hat eigentlich, glaube ich, diese 7 Postulate aufgestellt, aber das ist eigentlich, was am meisten bekannt ist. Ein Kryptosystem. Sollte auch dann sicher sein, wenn ein Angreifer alle Details der Ver- und Entschlüsselung kennt, bis auf den Schlüssel. So, eigentlich müsste ich das 7-mal umrahmen mit Rot und allem Möglichen, weil das so extrem wichtig ist für uns. Ja? Und ich nehme an jetzt, vielleicht denken viele, wieso reitet der Paar so darauf rum, das ist doch klar. Nein, 4000 Jahre haben das Leute falsch gemacht, das tritt heute noch aus. Wir haben im Laufe der Jahre, also so eine Sache, die unserem Lehrstuhl macht, ist so Real-World-Systeme knacken, obwohl wir eigentlich Forscher sind, also wir gucken uns Schwachstellen an Systemen an, so Autos, Garagenschlüssel, aber auch irgendwelche Spezialelektronik, die wir knacken. Ne? Und ganz oft kriegen wir es geknackt, weil dieses Prinzip hier verletzt wurde. Ne? Das heißt, wenn man einmal die ganzen Details kennt, fliegt das einem um die Ohren, ja, die Sachen. Okay? Und da gibt es, könnte man ganz, ganz viel darüber erzählen, wo Leute dieses System missachtet haben. Das liegt daran, wenn umgekehrt, im Umkehrschluss, wenn der Angreifer das nicht kennt, können sie sogar schwache Verschlüsselungsverfahren hier haben. Solange der die Details nicht kennt, oder sie, ne, der Angreifer, kriegen sie das meistens nicht geknackt. Und da gibt es, also bekannteste Beispiel ist vielleicht Mayfair, das ist ein super Low-Cost-Chip, ich weiß nicht, der kostet ein paar Cent oder so.
Die haben in ganz vielen Großstädten weltweit, hat man das auf den Tickets für den öffentlichen Nahverkehr. Das sind dann elektronische Tickets für Nahverkehr, also für Straßenbahnfahren, U35. Die sind aber praktisch Wegwerfprodukte, die sind so billig. Ne? Und da war ganz lange, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, der Marktführer war, wurde von Philips oder NXP produziert. Die hatten einen veralteten Verschlüsselungsalgorithmus drauf und erst 20 Jahre haben die tierisch Geld damit verdient. Da gibt es unglaubliche hunderte Millionen von Chips pro Jahr, die umgesetzt haben. Ne? Selbst wenn die nur ein paar Cent kosten, lohnt sich das Geschäft. Das war eigentlich ganz, also veraltete, aus heutiger Sicht schlechte Kryptografie drin. Das war sicher, weil man das nicht geschafft, weil keiner wusste, wie genau das aussieht. Ne? Das war in Hardware gegossen, da gab es keinen Code, das lief in diesen kleinen Hardware-Chips. Und das ist dann vor, ich glaube, knapp 10 Jahren reversed worden, nennen wir es. Also das Verfahren ist offengelegt worden und das Ding innerhalb von Wochen ist das denen um die Ohren geflogen, weil dann so Forscher, also Leute wie hier, die Professoren, die in ihrem Studiengang unterrichten, die haben das Ding unheimlich schnell knacken können. Das war eben so ein typisches Beispiel. Sagen wir, ich weiß, was da passiert, ist es sicher, offengelegt, geht das schief. So, jetzt nochmal zurück zu der Zeichnung hier. Das war das Kerckhoffsche Prinzip. So, was jetzt implizit ist hier, Alice und Bob können nur kommunizieren, wenn die den richtigen Schlüssel haben. Ach übrigens, was ist der Schlüssel? Sowas in der Praxis sehr oft 128 Bit, das sind sowas wie 16 Zeichen, ne? Tastaturzeichen, sowas. Ne? Das ist also relativ undramatisch hier. Das klappt natürlich nur, wenn Alice und Bob den gleichen Schlüssel haben, wenn die sich vorher auf die 128 Bit geeinigt haben. Das heißt, was fehlt hier noch in der Zeichnung oder was müssen die machen vorher, bevor das System läuft? Ja? Die müssen den Schlüssel irgendwie austauschen. Ein riesiges Thema machen wir im zweiten Semester. Im Moment nehmen wir an, dass das Folgende existiert hier, dass wir noch einen zweiten Kanal haben. Und das nennen wir den sicheren Kanal. Über den sicheren Kanal wird der Schlüssel erstmal irgendwie ausgetauscht. Ja. Das kann händisch sein. Ein gutes Beispiel ist, wenn Sie mal sicheres WLAN installiert haben, dann schreibt man ja ganz oft das voreingestellte Passwort ab, was hinten auf dem WLAN-Router steht, dann ist der sichere Kanal, dass Sie das von Hand hier eingeben. Ne? Oder beim E-Banking hat man sowas Ähnliches, wenn man irgendwie TAN-Listen per Post zugeschickt bekommt. Dann ist die Annahme, dass der Postweg selber erstmal sicher ist gegen den Angreifer. Okay? Gut. Vielleicht noch so einen Merksatz. Ach so, ja. Das wird oft, das habe ich auch, glaube ich, nicht immer in der Vorlesung genug betont. So, State of the Art ist, ne, was passiert heute? Ne? Ich weiß, wer hat schon mal von Edward Snowden gehört? Mal Handzeichen. Ja, 99%, die 1% auch Wikipedia heute Nachmittag Edward Snowden nachschauen. Ja, genau. Was wir da gelernt haben, es gibt da Nachrichtendienste, ne, zum Beispiel in den USA, die hören gerne Internetverkehr mit, ne, von ganz vielen Leuten, ne, auch von uns im Notfall. So ist die Frage, wie können wir uns dagegen schützen? Und jetzt kommt eine Sache, die ist nicht unbedingt klar, aber dann haben Sie die schon mal mitgenommen für heute. Selbst wenn Sie das Studium abbrechen morgen. I und D, die Kernkryptographie, die Kernverschlüsselung ist unknackbar, auch für die NSA. Also diese echten Verschlüsselungsalgorithmen, die kriegt heute keiner geknackt, soweit wir wissen. Also man weiß nie genau, was die Nachrichtendiensten können. Aber da gibt es sehr starke Indikationen, dass die da nicht weiterkommen. Das heißt, diese Kernkryptographie, wenn Sie einmal WhatsApp, wenn Sie einmal anfangen zu verschlüsseln hier, ist der Ofen aus. Ja, wenn Sie WhatsApp schicken und das läuft über das Internet, das kriegen Sie nicht geknackt. Aber was ist denn eine alternative Möglichkeit? Also das heißt, gegeben Y kommt der Angreifer nicht weiter, auch starke Nachrichtendienste, auch die deutsche BND nicht. Ne, genau. Was könnte er denn eher, der Nachrichtendienst, denn noch machen? Ja, oben? Und dann, was will der damit? Okay, genau. Im Endgerät kommt der ein X dran. Was kann der noch im Endgerät machen? Wo habe ich den noch nicht dran? Ja, Sie. Den Schlüssel mitnehmen. Okay. Das heißt, das Ding, klar, ist super sicher, bla bla, unknackbar, solange, ne,
der den Schlüssel nicht kennt. Was passiert, wenn er den Schlüssel kennt, kann der es machen. Hat schon einmal den Ausdruck Bundestrojaner, haben Sie ihn schon mal gehört? Da geht es im Wesentlichen um die Sache, und das ist auch aus den Snowden-Files bekannt, die NSA auch, wenn Leute gute Verschlüsselung benutzen, müssen sie Schadsoftware auf den Rechner installieren. Was macht die Schadsoftware insbesondere? Fängt die den Schlüssel ab. Ne? Es gibt hier so Keylogger, ne? der schneidet dann die Tastaturanschläge mit, wenn sie die Passwort machen. Und dann hilft ihnen natürlich die beste, auch sogar mathematisch beweisbare Kryptografie nichts, wenn sie den Schlüssel davon kennen. Okay? So, wie fassen wir diese komische Situation zusammen? Ist irgendwie Beobachtung. Die moderne Kryptographie verlagert das Problem der Geheimhaltung des Verschlüsselungsverfahrens auf die Geheimhaltung des Schlüssels. Merken. Okay. Weil oft ist in der Kryptographie ist unknackbar alle Probleme gelöst. Eigentlich nicht. Ne? Wenn man sich das Diagramm da oben anguckt, da taucht der Schlüssel auf und den Schlüssel muss ich nach wie vor geheim halten. Und das ist nicht immer einfach. Okay. Gut. Nur ganz kurz. So. Das sind, wie gesagt, die Grundlagen der symmetrischen Kryptographie. Und das Bildchen, das ist jetzt ja nicht besonders komplex oder abstrakt, das wäre gut, sich einzuprägen. Ich male das auch gerade in den ersten Wochen sehr oft an, aber dieses ganz einfache Alice und Bob Setup. So, was wir jetzt machen wollen, grau ist alle Theorie, das war ja alles abstrakt, wir gucken uns mal das erste Verschlüsselungsalgorithmus an. Wir machen ganz, ganz viel, wir machen eigentlich die ganze Vorlesung, Sie machen fast alle Verschlüsselungsverfahren mit mir in den nächsten 28 Wochen, nächsten 28 Vorlesungen, die in der Praxis auftreten, also es ist eine sehr praxisorientierte Vorlesung bis zu sehr komplexen modernen Verfahren, elliptische Kurven. Aber die ersten zwei Wochen, um so ranzuführen, ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, machen wir historische Chiffren, nenne ich die. Und die erste historische Chiffre ist die Substitutionschiffre. Nächste Woche auch und danach ist Schluss mit lustig. Danach, den Rest der zwei Semester, werden wir nur wirklich praxisrelevante Verfahren kennenlernen. Gut. Drittes und letztes Kapitel für heute ist die Substitutionschiffre. Okay, dazu ist zu sagen erstmal, erster Punkt, das ist ein großer Unterschied zum modernen Verfahren. Alle modernen Verfahren sind natürlich für normale Computer geschrieben. Und Computer haben irgendwas mit Nullen und Einsen zu tun. Wenn Sie noch nicht genau wissen, was, das lernen Sie alles hier im Studiengang. Wir sind ja auch in der Elektrotechnik angesiedelt. Aber diese historischen Chiffren, so Stichwort Julius Caesar, der hat ja keine Nachrichten im ASCII-Code mit 01 geschrieben. Das heißt, der hat auf Buchstaben geschrieben. Und diese historischen Chiffren, die operieren eben, operiert auf oder mit Buchstaben. Und nächste Woche die auch und dann nicht mehr, genau. So, und die Idee, das ist genau die gibt es auch verschieden, die gibt es auch unter anderen Namen, die Chiffre. Die Idee ist ganz, ganz billig. Ne? Wir ersetze jeden Buchstaben des Alphabets durch einen anderen.
gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ne? Fangen hier mit dem Alphabet an. Ne? A, B, C, bla 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 bla, ne? Die 26 Buchstaben. Und jetzt suchen wir uns zufällig irgendeine eine Ersetzung aus. A ersetzen wir durch Ihre Chance. Sagen Sie Buchstaben, was? Z? Z, okay. Didaktisch bin ich da nicht auf Ihrer Seite, aber ich mache, genau. Sagen Sie was für B? Sie sind dran. C ist ein super Buchstabe, gut, ja. Das ist hier irgendwie Amerika. C ist for Cookie, kennt ihr? Alte Sesamstraße, okay. C, Ihre Chance. F ist auch klasse. Okay, so. Okay. Einfach von der Notation, das ist überhaupt nichts Festgelegtes. Oft so in den Übungsaufgaben nehmen wir hier Großbuchstaben, da Kleinbuchstaben. Das ist aber nichts Festgelegtes, bloß dass man dann einfach erkennt, das ist Klartext, das ist das Chiffrat. Ach, die habe ich vergessen. Schlechter Professor. Okay, so, ich habe hier die Terminologie vergessen. Das X hier, ne, was hier reingeht, das ist, mache ich mein Gänsefüßchen, das ist der Klartext. Sorry. Und das Y hier, das ist das Chiffrat. Okay. Das müssen wir definiert haben, ja genau. So, das ist das Verschlüsselungsverfahren. Und jetzt kommt eine ganz interessante Diskussion. Jetzt kommen wir eben noch ein bisschen wieder zurück auf diese Betrachtung Kryptographie und Kryptanalyse, das heißt das Brechen von Codes. Und so muss man eigentlich vorgehen, wenn man ein Kryptoverfahren entweder entwirft oder auch betrachten, soll ich das einsetzen? Das kann durchaus sein, dass das irgendwann mal in der Praxis später vorkommt, wenn Sie, weiß ich nicht, Sie arbeiten in der IT-Abteilung der Deutschen Bank oder wir arbeiten auch mit Volkswagen zusammen, ne, neue Autoschlüssel, dann muss immer die Frage sein, ist das sicher? Und ist das sicher, müssen wir an Fahrradschloss denken, wie ist ein Fahrradschloss sicher? Ich probiere das zu knacken, das muss man sich hier auch fragen. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Frage stellen, ist das sicher? Ne? Bauch, was ist denn Bauchgefühl, sicher oder unsicher? Ja, unsicher, gutes Bauchgefühl, genau. Weil da wollen Sie jetzt nicht irgendwelche hochgeheime Regierungskommunikation mit absichern. Jetzt ist aber die Frage, wir kriegen was geknackt. Und das ist jetzt eine interessante Sache, die aufkommt. Also müssen Sie, ich sage das schon mal in den Vorlesungen, ich glaube, die nächsten 10 Minuten sind lehrreich. Ja? Das ist nicht besonders tief. Wir machen hier keine algebraische Zahlentheorie mit Ihnen. Aber ist eine interessante Diskussion. Die hat irgendwie mit diesem ganzen Zusammenspiel Kryptographie, Angreifern, Kryptanalyse zu tun. So. Es ist die Frage hier, wie sicher, ne? Kommilitone hat gesagt, Bauchgefühl ist nichts, hat er natürlich recht, das Ding fliegt uns gleich um die Ohren, aber jetzt gucken wir uns mal genau an. Ne? So, jetzt, was sind denn die möglichen Angriffe? Ne? So. Der Angriff, der immer geht, das ist ein Angriff, den müssen wir, ja doch, den sollten wir wahrscheinlich mal als erstes betrachten, weil das der Standardangriff ist. Und der Standardangriff, wir verprobieren alle möglichen Schlüssel aus. Das können Sie beim Fahrradschloss nicht machen oder nur schwer, wenn man die einfach nicht hat, die alle möglichen Schlüssel. Aber hier so in der digitalen Welt geht das natürlich. Und da ist das deutsche schicke Wort, ist die vollständige Schlüsselsuche. Da kommt es auch richtig dick im ersten Übungsblatt, ne, die heute Nachmittag auf Moodle stehen wird, das ganz viel zur vollständigen Schlüsselsuche. Da geht es ganz oft darum, wie viele Schlüssel brauchen wir. Ne? Im Englischen, und den wird auch im Deutschen sehr oft verwendet, ist Brute Force. Also dumpfe Gewalt, also ohne zu denken, nur einfach rein. Das ist die vollständige Schlüsselsuche. Wir probieren alle Schlüssel aus, ja. So, und jetzt ist so Rule of the Game, ne? Die Grundüberlegung ist,
wir müssen so viele Schlüssel machen. Und ach so, die kann man nicht verhindern. Also prinzipiell alle Schlüssel ausprobieren kann man eigentlich bei allen praktischen Kryptoverfahren machen. Das Einzige, was wir machen können, wir können natürlich dafür sorgen, dass es so viele Schlüssel gibt, dass das irgendwie tausende von Jahren, und in der Praxis sage ich immer, bis die Sonne abgekühlt ist, und die stimmen dann die Sachen. Wenn man das ausrechnet, ist das Lebensalter des Universums oder so. Wie? Sie müssen einfach dafür sorgen, dass es genug Schlüssel gibt. Ja? Jetzt gucken wir uns hier mal an, wie viele Schlüssel gibt es denn? Und das ist nämlich erstaunlich. Dieses Doppelkreuz, das ist in der technischen Natur, heißt das auch Anzahl, also Kardinalität, Menge. Anzahl Schlüssel, das steht für das deutsche Wort Anzahl Schlüssel. So, das ist bei der Chiffre gar nicht so einfach zu sagen. Bei den meisten modernen Chiffren ist das sehr einfach zu sagen. Da guckt man sich einfach die Bitlängen an, aber Bits haben wir ja nicht. Fangen wir mal an. Und der Schlüssel ist ja irgendwie die Tabelle. Ne? Wir hatten jetzt hier eine mögliche Tabelle angefangen, eine Z, C, F, bla 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 und so weiter. Ne? Ich habe noch ein Beispiel vergessen. So, was macht man denn damit, wenn man so verschlüsselt? Da ist jetzt ein didaktisch sehr nettes Beispiel, wenn ich zum Beispiel jetzt das ABBA als Klartext habe, ne? Diese schreckliche schwedische Popgruppe. Und ich will die jetzt verschlüsseln. Was mache ich dann? Da gucken Sie die Tabelle nach. Ne? Hier wäre jetzt E. Ne? Hier, das ist dieses Verschlüsselungsalgorithmus, ist aktiv. Und der Verschlüsselungsalgorithmus ist die Tabelle hier. Ne? Und aber passt halt gut, weil ich A, B schon habe. Das würde dann in C, 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 Z übersetzen. Und das wäre mein Y, mein Chiffrat. Okay. Das heißt, was über den Kanal geht, der Angreifer wird C, Z, C, C, Z sehen. Ne? Und wüsste nicht, was das sein soll. Okay. So. Jetzt ist die Frage, wie viele verschiedene Übersetzungstabellen gibt es denn hier? Und da gibt es ziemlich viele. Jetzt sage ich mal, wie man die abzählt. Ne? Wir fangen mit A an. Wie viele Möglichkeiten hatten Sie das gewählt? Ja, ne? Genau. Aus wie vielen Buchstaben konnten Sie denn aussuchen hier? Wie viele Möglichkeiten hatten wir für das Z hier? Genau, A nehmen wir mit dazu. Genau. Sie haben jetzt Z gewählt, das heißt, 1 ist weg. Jetzt der Kommilitone, aus wie vielen Buchstaben konnten Sie denn hier aussuchen? Ja, 25. Sie kriegen die Idee, wie das weitergeht. Okay. Bei C konnten wir aus 24 Buchstaben aussuchen, genau. Sie haben sich ja immer gefragt, wofür man die Fakultätsfunktion braucht. Ne? Hierfür. Okay. 26 Fakultät. Hat man immer noch kein gutes Gefühl, ist das groß oder klein, worauf wir sie trimmen werden die nächsten 3 Jahre, jetzt die Bachelor, die nächsten 2 Jahre die Masterleute, ist, in Zweierpotenzen zu denken. Da kriegen Sie ein super Gefühl für. Das als Zweierpotenz ausgedruckt, das ist ungefähr 2 hoch 88. Und das ist eine gigantische Zahl. Die ist so groß, dass Sie, selbst wenn Sie komplett Amazon Cloud und Google Cloud und Microsoft Cloud und alle Rechner laufen lassen, reden wir immer noch über, jetzt muss ich vorsichtig sein, Tausende von Jahren, würde ich mal schätzen. Ja? Und Stromverbrauch, also für diese Cloud-Rechner zu betreiben, reden wir über Dutzende von Kernkraftwerken, die daneben stehen und nur die Rechner powern. Also vollständige Schlüsselsuche, viel Spaß. Das wird nicht klappen hier, ja. Das heißt also, der Schlüsselraum, ne, das können wir hier schreiben, relativ großer Schlüsselraum. Also danach kann man sagen, jetzt vielleicht keine super Langzeitsicherheit, nicht für, wenn irgendeine Anwendung die 30 Jahre sicher sein soll, aber so für die meisten praktischen Anwendungen heute hier, würde ich sagen, kriegt erstmal keiner geknackt. Ne? Und jetzt aufpassen, deswegen ist das eben aufwachen. Ne? Die nächste Aussage ist wichtig. Und jetzt ist es verdammt verführerisch zu sagen, ist ja eine sichere Chiffre. Ne? Weil ich habe den Angriff hier abgeklopft, ist unknackbar, sagt der Paar, weil 2,88 zu groß ist. Und warum stimmt das nicht? Warum ist da trotzdem keine sichere Chiffre? Ja. Ja. Genau. Der redet jetzt von Häufigkeitsanalyse, haben wir alle keine Ahnung von, was okay ist. Die wichtige Aussage ist, Sie gucken sich einen weiteren Angriff an hier. Ne? Das ist genauso, ich habe das teure Fahrradschloss, der Bolzenschneider kommt nicht durch, und zu sagen, das Ding ist sicher.
Aber vielleicht gibt es da irgendwie einen tollen Passepartout, einen Nachschlüssel, den man sich im Internet bestellt. Oder meine Akkuflex für 99 Euro, ne? Die Trennschleifer des Flex, der kommt durch. Sie wissen, was ich meine. Das heißt, und das macht diese Kryptographie extrem schwierig, dass die gegen einen Angriff sicher ist, heißt mitnichten, dass das ganze System sicher ist, dass das sich um einen sicheren Algorithmus handelt. Man muss alle möglichen Angriffe abklopfen, ne? Und Sie haben das natürlich genau, der Herr im gelben Jacke, richtig gesagt, Häufigkeitsanalyse, ne? Das heißt, die die Häufigkeitsanalyse ist halt ein sehr mächtiger Angriff in dem Fall. Bei fast allen modernen Chiffren bringt die nichts, aber hier bringt die was. Die Häufigkeitsanalyse nutzt aus, dass die Klartext-Häufigkeiten im Chiffrat erhalten bleiben. Ich erkläre jetzt in einer Sekunde, was ich meine. Ist ja ein bisschen kryptisch hier. Ach so, hier, es gibt Folien, die benutze ich relativ selten. Die gibt es, wenn Sie mein Buch googeln, es gibt, wir haben die Domain www.cryptotextbook.com mit und ohne Bindestrich, da finden Sie die Folien auch. Aber die brauchen wir relativ selten. Wenn die wichtig sind, stellen wir die auf Moodle. Aber da sind praktisch die ganzen Vorlesungen nochmal im Schweinsgalopp. Was will ich Ihnen denn zeigen? Das will ich Ihnen zeigen. So. Okay. Was Sie hier sehen, das ist jetzt Englisch, aber im Deutschen hat man so eine ähnliche Verteilung. Die Buchstaben sind nicht gleich häufig, das weiß man. Ne? Und sowohl im Deutschen als auch im Englischen ist der häufigste Buchstabe das E. Ne? Ups. Und das A, sieht man das unten, A ist auch noch relativ häufig. Das heißt, hier kommt ja irgendwo, steht hier auch nochmal das große E, ne? Und das große E wird abgebildet auf Ihre Chance. P ist ein super Buchstabe. So, das wird auf das P abgebildet hier, ja. Auf einmal haben Sie im Klartext, im Chiffrat, ne, also Chiffrat ist ja hier das Y, ne, was Oskar sieht, auf einmal haben Sie 13%, das ist ein Sechstel aller Buchstaben, haben Sie das P stehen. Ne? Aber hier das P ist, glaube ich, gar nicht so häufig, ne, im Englischen. Hier, weiß nicht, was im Deutschen ist, wahrscheinlich ein bisschen höher. Das heißt, und Sie sehen, wie das E da raushaut. Ne? Das heißt, auf einmal, Sie zählen, Sie fangen an abzuzählen, auf einmal sehen Sie, jeder sechste Buchstabe ist ein P. Das heißt, das P wird wahrscheinlich die verschlüsselte Version des E sein. Okay? Da sagen Sie, okay, jetzt habe ich nur ein 26. gekriegt. Nee, weil das sind ja gerade die häufigen. Da haben Sie ein Sechstel aller Buchstaben, haben Sie schon mal dechiffriert. Ne? Ja, und so geht es weiter. Ne? Man guckt sich dann im Englischen das T an. Manchmal kann man hier Pech haben, dann verwechselt das mit dem A. Aber diese Häufigkeiten, das ist so eine Beobachtung, der jedenfalls in europäischen Sprachen, da brauchen Sie jetzt kein ganzes Buch zu nehmen und Statistik aufzustellen. Selbst auf kurzen Stücken, eine Seite oder ein Absatz von Text, finden Sie meistens diese Buchstabenhäufigkeiten relativ genau wieder. Okay? Ist das ein mächtiger Angriff? Super mächtig. Der ist so mächtig, das ist, glaube ich, die allererste Übungsaufgabe, die Sie im ersten Übungszettel haben. Da kriegen Sie einen langen Chiffrat, der so verschlüsselt ist. Ihre Aufgabe ist, mit dieser Methode rauszufinden, was der Klartext ist und irgendwie den Autor des Buches zu benennen. Ist dann immer Harry Potter oder irgend sowas. Ne? Genau, ja, ja. Genau. Lesson learned für heute. Ne? Die ganz wichtige Sache ist hierbei, es reicht nicht aus, eine Attacke zu betrachten, zu gucken, ist das Ding sicher? Wenn es sicher ist, zu sagen, das ist ja alles gut, dann muss ich alle Angriffe angucken. Und da kommt diese unheimliche Komplexität her, warum
Kryptographie sicher super schwer ist und warum es immer noch diese Hackerangriffe aus allen möglichen Ländern gibt, weil einem Angreifer reicht, eine Schwachstelle zu finden. Und die große Schwierigkeit ist nicht zu sagen, hier, das ist die Schwachstelle, ist zum Beispiel Schlüsselraum zu klein. Dann entwerfe ich eine Chiffre mit mehr Schlüsseln. Ne? Oder Häufigkeitsanalyse, kennen wir auch. Moderne Chiffren machen das nicht mehr so. Da ist nicht, dass das A immer auf das Z abbildet. Ne? Die große Frage ist, wie kann ich mich gegen einen neuen Angriff schützen? Und gerade in der Kryptographie hat man hier ja menschliche Gegenspieler, die unheimlich clever sind. Das heißt, die probieren mit sehr viel Mühe, neue Schwachstellen rauszufinden. Und ihre Aufgabe, unsere Aufgabe als Kryptografen ist, das vorherzusagen, wo sind mögliche Schwachstellen? Das macht das so unheimlich schwer. Vielen Dank.